Rahmen unseres Projekts Jüdisches Leben in Bayreuth befinden wir uns gerade vor der Bayreuther Stadtkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit. Und zu Besuch ist bei uns heute die Frau Tüttelbach, die uns für ein paar Fragen die Antwort stehen wird. Könnten Sie uns einfach mal ein paar allgemeine Informationen über die Kirche geben, vor der wir uns gerade befinden? Die Kirche ist ein Wahrzeichen von Bayreuth, ist die älteste Kirche in der Stadt und ist fast so alt wie die Stadt und hat auch fast dasselbe Schicksal wie die Stadt in Bezug auf Zerstörungen, Kriege etc. pp. Aber sie ist immer wieder aufgebaut worden von Bayreuthern, die ihr Herz dran hängen haben, die dort getauft worden sind, konfirmiert worden sind, womöglich auch noch geheiratet haben. Und dann wollten sie ihre Stadtkirche alle wieder haben. Und die letzte Schließung hat eine ganz tolle, war der Grund, eine tolle Renovierung. Hat 5 Jahre oder 8 Jahre gedauert. Und jetzt ist sie ein Prachtstück, freundlich, hell, schön. Hat ein Gemisch aus allen Baustilen, aber schön. An der Außenseite der Bayreuther Stadtkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit ist das Abbild einer sogenannten Judensau angebracht. Wo kommt denn der Begriff der Judensau? Ja, der ist im Mittelalter entstanden. Es war eine Diffamierung des jüdischen Volkes, weil, ja, wie Sie vielleicht wissen, Juden kein Schweinefleisch essen. Und da hat man gerne das in Verbindung gebracht mit ganz obszönen Darstellungen, die sie zusätzlich beleidigt haben. Und es war im Mittelalter sehr en vogue. Vielen Kirchen gab es die. Bayreuth gab es auch eine, die mittlerweile aber nicht mehr erkennbar ist, weil sie eben so behandelt worden ist, dass man nicht mehr weiß, was das war. Und sehr oft ist auch der heilige Antonius damit in Verbindung gebracht worden, weil der heilige Antonius der Patron der Schweine, Säue war. Und darum steht sehr oft der heilige Antonius oben und unten ist eine Sau und an der Sau saugen jüdische Menschen und noch andere obszöne Details, oft mal die da sehen sind. Ja, es war einfach eine Kränkung ohne Gleichen. Genau, an der Stadtkirche in Bayreuth ist ja auch das Motiv der Judensau angebracht. Ja. Wann wurde das denn angebracht und warum? Also wann, kann ich nicht genau sagen. Es war irgendwann im Mittelalter, wie halt, da gibt es keine Unterlagen dafür, wie halt in anderen Kirchen ja auch. Und warum? Naja, um den Judenhass zu zeigen. Es war ja so, dass das jüdische Volk dadurch, dass es so verstreut war über die ganze Welt nach der Vertreibung aus Israel, aus Jerusalem, sich trotzdem erhalten konnte aufgrund ihrer Verbindungen, aufgrund ihres Glaubens. Und das hat eben einfach Befremden hervorgerufen bei den Einheimischen, dass die so Verbindungen haben, zusammenhalten, obwohl sie nicht zusammenleben können. Und dadurch hat es gesteigert und dadurch ist dieser Judenhass entstanden. Und vor allem waren sie immer eine Minderheit. Und wenn irgendeine Katastrophe war, eine Pestwelle oder Unwetter, irgendwas Schlimmes war, ja, dann brauchte man einen Sündenbock, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da waren die Juden gerade immer recht dafür, weil sie so anders waren. Die waren bestimmt schuld, ja. Pakt mit Teufel, so ungefähr. Wie kann man sich denn das jüdische Leben vor allem im Mittelalter vorstellen? Hatten die ihr eigenes Viertel? Wurden die ausgegrenzt? Oder? Es ist ein kleines Leben gewesen, wenn man so sagen möchte. Denn es waren ja nie viele da. Bei Bayreuth gab es zwar eine Straße, die hieß früher Judenstraße, heute heißt sie von Römerstraße. Da waren ein paar Häuser bewohnt von Juden. Aber die sind ja dann alle im 13., 1400 total ausgewandert und waren vorher auch keine Mitglieder der größeren Gesellschaft, der höheren Gesellschaft. Es waren eigentlich alles relativ wenig betuchte Leute. Man kann sehen, was sie an zahlen mussten, da war nicht sehr viel. Also es waren keine Reichtümer bei denen zu finden und das Leben war auch sparsam. Sie hatten ihre eigene Religion, hatten ihr Leben geführt, mussten ihren Handel ja machen. Aber groß in Erscheinung getreten sind sie da noch nicht. Es gab dann, sagt man, eine Gemeinde mit 2 Familien und es ging dann erst los, wie dann die Pestwelle war. Da gab es einen großen Schnitt. In der Pestwelle oder mit der Pestwelle wurden ja die Schuldigen gesucht und das waren natürlich die Juden, weil ja denen alles Schlimme zugetraut worden und zugeschoben worden ist. Und da sind auch dann viele weggegangen von den Städten, Außenstädten aufs Land. Aber sonst ein prunkvolles Leben haben sie nicht geführt. Genau, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass die Juden und die jüdische Bevölkerung leider immer so als Sündenbock dargestellt wurde oder als Sündenbock benutzt wurden. Warum war das denn so und haben Sie da vielleicht auch noch andere Beispiele? Naja, was heißt,
Sündenbock, klar, man hat ja immer, man sucht ja auch heute noch oft einen Schuldigen. Und das hat man damals natürlich erst recht gemacht, weil eben das jüdische Volk etwas Fremde, die waren fremd für die anderen Einheimischen, weil sie andere Religion hatten. Schon mal das, der Unterschied. Die gehen nicht in die Kirche, wo wir gehen, sondern die haben einen anderen Ablauf gehabt. Nicht am Sonntag, sondern die haben einen Schabbat. Und haben andere Traditionen gelebt und haben ja vielleicht auch selber politisch gesprochen, man weiß es ja nicht so genau. Und das allein hat ja schon Befremden hervorgerufen. Und dadurch ist dann schon, dann, wenn irgendwas Schlimmes war, wo man betroffen war, wo man ja arm geworden ist oder irgendjemand verloren hat, den Juden den zugeschoben. Und da gab es ja auch dann mit diese Brunnenvergiftung, das ist ja mit das Schlimmste, was man ja jemandem zutrauen kann, dass das Wasser vergiftet wird. Und alles Böse hat man ihnen dann zugemutet und zugetraut. Und damit sind die ja beschuldigt geworden, angeschuldet worden, wo sie nicht so viel konnten. Und die konnten sich nicht wehren. Und das einzige Wehren war dann vielleicht die Stadt verlassen und aufs Land. Und dadurch haben wir auch in Franken viel jüdische Spuren auf dem Land zu finden. Da gab es dann doch Synagogen und gab Friedhöfe. Und ja, weil sie es in den Städten oft nicht mehr ausgehalten haben. Oder die Adligen die Juden vertrieben haben, weil sie nicht mehr wollten. Oder so hoch die Steuern gemacht haben. Da gab es immer was, was man denen zuschieben konnte. Welche Berufe konnten denn Juden und die jüdische Bevölkerung in der vergangenen Zeit denn überhaupt ausüben? Ja, das war nicht sehr großartig, denn den Juden wurden die normalen Berufe, sprich Handwerk, verboten. Sie durften nur Handel betreiben. Handel natürlich schon im weiteren Sinn mit von Ort zu Ort ziehen und was anbieten und vor allem dann auch Geldhandel. Und vor allem haben sie da sehr tüchtig gearbeitet und die Regenten haben sich gerne von ihnen beraten lassen und sie auch oft zu ihren Finanzministern gemacht. Natürlich haben sie Zinsen verlangt, ist ganz klar, auch von den Mitbürgern, den Christen. Und oft konnten die Christen die Zinsen da nicht bezahlen, dann wurden die Juden als Wucherer oder dass sie Wucher betreiben, bezahlen, was aber unfair war. Denn das war ja ihr Lebensinhalt, sie mussten ja davon leben und das war ihr Gewinn. Und so entstand dann so diese Anti-Haltung, diese Aggressivität und Antisemitismus, weil man ihnen dann zugeschoben hat, sie machen böse Dinge. Christina, dann wären wir jetzt eigentlich schon am Ende von unserem Interview. Dann würde ich mich wirklich recht herzlich bei Ihnen für dieses interessante und informative Gespräch bedanken, Frau Tittelbach. Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Danke Ihnen.